Meine sehr verehrten Damen und die, die nachlaufen, es ist endlich soweit. Ich werde Bauherrin von einem Igelbau. Willkommen bei Ina Allen Think Green. Die liebe Sonja und ich, wir bauen heute einen Igelbau, denn der Winter wird kommen und viele Tiere, vor allem die Älteren, suchen jetzt schon nach einem Unterschlupf. Fürs Igelbau bauen, bauen, brauchen wir hier eine Plane oder einfach eine feste Mülltüte. Trockenes Laub. Und einen geeigneten Platz, wo kein Hausmeister und keine Hausverwaltung auf die Idee kommt, irgendwas wegzuräumen. Die Variante für Faule wäre einfach so eine Gartenwanne, Gartenbox, Plastikbox mit, also umdrehen. Laub und Gestöckel dahin werfen. Und Ende. Erster Schritt, die erste Hälfte vom Laub und Reisig vorher ein bisschen klein machen und ruhig so ein bisschen anordnen wie ein Indianertypen. Dient auch als Isolierung. Zweiter Schritt, plane. Die andere Hälfte vom Laub, damit der, die, das Igel auch schön gemütlich hat. Dritter Schritt, Inserat aufgeben. Wohnen auf Zeit. Kleine, gemütliche Einzimmerwohnung. Gerne an alleinstehende Igeldame. Abschicken. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Wenn ihr das Video nicht gerade zum Einigeln fandet, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Vergesst die Glocke nicht. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Wenn der Wind die Luft anhalten würde, dann... Herzlich willkommen auf... Nee, bei... In... So? Ja. So, okay. Ich stand gerade auf dem Schlauch, sorry. Und einen geeigneten Platz, wo keine Autos fahren. Ah ja, jetzt sind wir mal ein bisschen leiser, oder sonst werde ich aggressiv.